Der Herr sagt, ich werde sie zum Zorn provozieren, denn sie haben mich provoziert. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. April 25, 2011. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser, für all jene, die Ohren haben und hören. Das sagt der Herr, euer Gott. Ich fordere diese Menschen heraus, gegen meine Diener zu sprechen. Ich biete sie auf, damit sie ihre harten Worte gegen meine Zeugen sprechen. Ja, ich werde sie zum Zorn provozieren, damit sie herauskommen und hart gegen meine Diener sprechen. Denn sie haben mich zum Zorn provoziert. Deshalb werde ich sie auch provozieren, damit ich sie töten und abschneiden kann als Unkraut, geerntet für das Feuer. Das sagt der Herr zu all jenen der Provokation. Ihr werdet ganz sicher alle sterben. Alle werden durchbohrt werden. Wie ihr mich durchbohrt habt, genauso wie ihr mich jetzt durchbohrt, so werden die Scharen das Gleiche empfangen. Sie werden alle durchbohrt werden, denn ihr habt gegen mich gekämpft. Ihr habt meinen Namen und meinen Heiligen gehasst. Er, der die Herrlichkeit meiner Majestät ist. Deshalb sende ich meine Diener, die Propheten, gegen euch. Sie werden heftig gegen euch prophezeien. Sie werden an euch zerren und euch zerreißen, wie ein Löwe seine Beute verschlingt. Denn ich habe ihnen Krallen gegeben, und mit jenen Krallen werden sie zuschlagen und tief in euer Fleisch eindringen. Und ihr werdet zerrissen sein. Ja, sie werden an jenem Tag brüllen, eine große Schar brüllender Löwen. Schaut, sie werden brüllen mit dem Atem des Allmächtigen in ihren Nasenlöchern. Und jede eurer Säulen wird brechen. Eure vier Wände werden auseinanderfallen. Jedes eurer Fundamente, auf welchen ihr euch selbst hoch angesehen habt, wird einknicken. Schaut, das Gewicht eures Stolzes wird nie mehr hochgehalten werden durch euren falschen Ruhm, der aus euren Einbildungen hervorging. Es wird alles einstürzen und zusammenbrechen unter dem Gewicht der Wahrheit, die ich durch meine Zeugen verkünden werde. Stark ist die Verkündung des Herrn gegen euch, denn mein Wort ist Feuer. Ein Feuer, das schon angefacht ist, und ihr werdet alle durch jene Flamme gehen müssen. Das sagt der Herr, euer Erlöser. Spitzt eure Ohren und hört zu, denn ich werde sprechen und euch die Wahrheit dessen sagen, wer ich bin. Ich ging diese Straßen entlang mit den Frevlern, mit einem schweren Herzen ob all dieser Sünde, die Gottes Volk zu allen Zeiten und in jeder Jahreszeit in die Irre geführt hat. Ich war dazu bestimmt zu sterben, bevor der Welt Grund gelegt war. Und obwohl ich König bin, kam ich, um euer Sklave zu sein. Bevor ihr in den Schoß eurer Mutter eintratet, kannte und liebte ich euch. Wie Wasser, das auf den Boden gegossen wurde, so hatte die Sünde mein Volk unwiederbringlich gemacht für den Vater, wenn nicht ein ausreichendes Opfer dargebracht würde, um euch zurückzuholen. Ein reines und heiliges Opfer, größer als es irgendein Mensch auf der Erde anbieten könnte. Denn das Opfer von Gott im Fleisch war die einzige Art, wie ihr versöhnt werdet. Er, der die Macht hat, den Tod rückgängig zu machen und den Griff des Todes zu brechen, den die Sünde auf sein Volk gelegt hatte. Denn euer Gott ist heilig, euer Gott ist gerecht, euer Gott ist rechtschaffen und rein. Heilig, heilig, heilig ist Yahweh.
Er legte die Regeln der Gerechtigkeit und die Fundamente der Heiligkeit fest. Folglich bin ich er, die wahre Erlösung Gottes, Yahushua HaMashiach. Beugt euch deshalb nieder und rühmt mich. Beugt euch nieder, all ihr Frevler, bevor die ganze Schöpfung sich vor dem König niederbeugen muss. Das sagt der Herr zu seinen Dienern. Prophezeit, meine Söhne. Prophezeit, ihr dienenden Söhne. Denn ich habe euch dazu bestimmt, viele zu ärgern. Ihr sollt sie anstacheln, und ihre Blässe wird sichtbar werden auf ihrem Gesicht. Und viele werden durch die Worte getötet werden, die ich in euren Mund lege. Ihre Zahl ist 144.000. Meine heiligen Auserwählten, die ganze Nationen unterwerfen und Völkerscharen demütigen werden. Denn meine Zeugen gehen, wo auch immer ich sie hinführe. Und sie tragen das Siegel des lebendigen Gottes auf ihrer Stirn und sagen: Heilig ist der Herr. Und sie rufen laut: Macht Platz für das Kommen des Herrn. Schaut, diese Generation wurde meinen Dienern untertan gemacht, jedem ihrer Worte. Nicht ein Wort, das über ihre Lippen kommt, auf meine Anordnung hin, wird zu Boden fallen. Oh ja, sie sind in der Tat über euch gesetzt, ihr törichten Führer, über alle hochmütigen Männer in Autorität. Sie sind hoch über all diese selbstgerechten, modernen Pharisäer gesetzt, um sie zu demütigen, zu erniedrigen und zu brechen, erklärt der Herr. Denn ich habe ihnen zugerufen. Ja, ich habe ihnen mit einer lauten Stimme zugerufen. Ja, mein Wort schreit sie an. Doch ihre Ohren bleiben verschlossen. Sie lehnen ab, zu hören. Schaut, ich bin in meiner Macht gekommen. Und mit der Kraft meiner Macht werde ich die Frevler und die Hochmütigen veranlassen, zuzuhören. All ihr bösen und tauben Kinder. Ihr wollt nicht zu mir kommen, um geheilt zu werden. Deshalb wird jeder einzelne von euch meinem Wort unterworfen werden. Und ihr werdet die Stimme des Heiligen von Israel hören, wenn er mächtig aufsteht im Kampf. Schaut, das Schwert aus seinem Mund wird euch töten. Und ihr werdet vor mir enden. Ihr werdet nicht mehr sein. Nie mehr werdet ihr vor meinem Gesicht stehen. Für immer. Und immer noch fragt ihr: Aber warum? Das sagt der Herr. Wenn ihr all eure verurteilten Häuser verlassen und meiner Stimme und meiner Anordnung gehorcht hättet und herausgekommen wärt, dann hättet ihr gewusst, warum. Denn ich hatte gesagt: Der Atheist wird es weit besser haben als ihr, wenn der Zorn des großen und schrecklichen Gottes kommt. Denn ihr habt versucht, meinen Thron zu besteigen, ihr Gefolgsmänner Satans. Und als ihr versucht habt, über meinen heiligen Berg aufzusteigen, trat ich herunter und stoppte euer boshaftes Klettern. Ich stoppte eure bösen Ambitionen. Ich zertrümmerte eure satanischen Finger, ihr Pfarrer von Christus, ihr abscheulichen Reben, Wurzeln der Verdorbenheit. Ich bin gegen euch, sagt der Herr. Denn ihr habt mich gehasst und habt mir Böses für Gutes vergolten. Ihr wolltet den Sohn nicht küssen als Teil der heiligen Versammlung, noch wolltet ihr aus meinem Becher trinken. Und ihr wolltet auch nicht an dem Heilmittel nippen, welches ich großzügig angeboten habe zu eurer Reinigung, wodurch die Überreste von Eva und die Fehler von Adam hätten gereinigt werden können. Auch all eure Sünden, mit welchen ihr fortlaufend gegen den Herrn, euren Gott, sündigt und meinen Namen beschmutzt und auf die Herrlichkeit meiner Majestät spuckt.
Ihr habt mich mit den Küssen von Judas bedeckt. Böse Arbeiter, gefräßige Wölfe. Deshalb komme ich herunter, und ich werde allen Werken von Satan ein Ende bereiten. Denn es war alles für nichts. Deshalb habe ich es verkündet, und ich bin auch er, der es ausführen wird, sagt der Herr. Meine Söhne, sie lieben mich nicht. Sie haben keine Liebe zu Gott in ihren Herzen. Auch wenn ihre Worte voll des Lobes sind und sie viele hochmütige und vornehme Worte sprechen, mit vielen vorbereiteten Reden, sage ich euch doch die Wahrheit. Sie lieben mich nicht. Deshalb lasst sie ihre Schmeicheleien und all ihre Heucheleien entgegennehmen und ihr eigenes Hinterteil abwischen. Denn sie sind nicht meine Kinder. Noch kenne ich sie, und aufgrund der Vielzahl ihrer törichten und verachtenswerten Handlungen und wegen der immensen Unverschämtheit, die ich in ihnen gesehen habe, werden sie in der Wildnis allein gelassen werden, weit entfernt von ihrem Gott, verlassen in all diesen trostlosen Ländern. Doch ich habe für mich einen Rest reserviert, einen kostbaren Rest, der vor dieser Welt verborgen wird, obwohl sie in ihrer Mitte bleiben. Sie werden beschützt werden vor all diesem Fauchen, von all diesen mörderischen Absichten, die gegen meine Auserwählten angezettelt werden. Und sie werden für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit Heiligkeit lernen. Während die Welt und alle, die in ihr bleiben, rasch der Zerstörung entgegengehen. Doch all jene, die laufend in ihrem Stolz behaupten, die wahre Restkirche zu sein, sie werden den Sinn jenes Wortes ganz sicher kennenlernen. Denn sie haben sich selbst als Königinnen geschmückt, hochmütig und stolz in ihren extravaganten Kirchen. Deshalb sagt der Herr, sie werden alle wie Witwen sein. Ich werde sie wie eine Beute teilen. Ich werde ihnen eine starke Korrektur zukommen lassen und ihre Zahlen reinigen. Ich werde sie massiv disziplinieren und viele von ihnen werden an jedem Tag in den Tod geschickt werden. Dann werden sie wissen, dass ich der Herr bin. Und ich habe in der Tat einen Rest aus ihnen gemacht. Doch auch jetzt gibt es eine kleine Zahl unter ihnen, die ich kenne und in welchen ich von mir selbst sehe. Diese werden zu mir kommen, damit ich sie empfangen kann. Denn meine Liebe war vollendet in ihnen vor der Zeit. Denn ich sage euch, wenn ich diese Tage nicht verkürzt hätte, wäre kein Fleisch errettet worden, sagt der Herr.